Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen aus dem schönen Österreich. Fast 2 Jahre Gastro und Hotels geschlossen und das merkt man beim Durchfahren. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Heute soll es um das F14 bis 35 mm Blende 4 gehen. Dieses Review wurde möglich gemacht dank objektivvermietung.de. Also vorher unbedingt testen, bevor ihr 1800 Euro ausgebt. Wer sich sicher sein sollte, kann meinen Kanal aktiv unterstützen, indem ihr das Objektiv über den Link in der Videobeschreibung kauft. 540 Gramm wiegt dieses Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv und kommt natürlich inklusive Schutzbeutel, einer Kunststoff-Gegenlichtblende und einem Schutz vor Staub und Spritzwasser. Zum Schutz des Frontelements empfehle ich einen 77 mm Filter. An der Seite finden wir zwei Schalter. Der eine für den Autofokus und den manuellen Fokus und den anderen für den Bildstabilisator. Dieser kompensiert übrigens 5,5 Stufen und in Kombination mit der Canon EOS R5 oder EOS R6 ganze 7 Blendenstufen. Auch ich konnte verwackelungsfreie Aufnahmen mit einer 1/5 Sekunde Verschlusszeit machen. Einen Ring habt ihr noch. Diesen könnt ihr zum Beispiel nutzen, um die Blende, ISO, Verschlusszeit oder sonstige Dinge zu ändern. Für mich auch die bessere Wahl als das Samyang RF 14 mm 2.8. Nicht aufgrund des dreifachen Preises, sondern weil der Fokus flüssiger läuft. Das Samyang ist super zum Fotografieren, aber weniger gut für bewegte Bilder. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem Gimbal unterwegs seid. Ein ausführliches Review dazu findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Das RF 14 bis 35 mm hat einen sehr dezenten Lensflair. Hier einige Aufnahmen mit verschiedenen Brennweiten und Blendenstufen. Kommen wir zu den dunklen Rändern. Ich fasse mich kurz, bei 14 mm, egal bei welcher Blende, könnt ihr ohne Korrektur eine deutliche Vignettierung erkennen. Je weiter ihr zoomt, desto geringer die Vignettierung. Bei 35 mm und Blende 5.6 seht ihr so gut wie gar keine dunklen Ränder. Ich habe euch eine ganze Reihe von Aufnahmen bei unterschiedlichen Brennweiten und Blendenstufen in die Videobeschreibung gepackt. Chromatische Aberration konnte ich nicht sehen, auch nicht beim Vergrößern der Fotos. Sehr gut gemacht, Canon. Bis jetzt hatte ich immer das Samyang 14 mm RF genutzt, um mich selber aufzunehmen mit der Canon EOS R5. Eigentlich war ich zufrieden, bis auf den Fokus, der im Vergleich zum RF 14 bis 35 mm deutlich schlechter ist. Wer das 14 bis 35 mm zum Vloggen nutzen möchte, sieht, wie das Ganze hier ausschaut. Der Augenautofokus war sehr präzise. Mit Gimbal und der Canon EOS R5 wird's nach wenigen Minuten recht schwer. Also Bizeps trainieren. Für mich eine ideale Linse für Videoblogs und Landschaftsaufnahmen. Falls ihr gerne bewegte Bilder aufzeichnet und mit der Canon EOS R filmt, habt ihr einen Crop-Faktor von 1,78 in 4K. Viel Spaß bei den folgenden Clips. Hammerlinse für alle Filmer. Gleich geht es um Porträts mit einem Ultraweitwinkel, aber vorher waren wir für euch in Sölden. Haben nicht die Piste unsicher gemacht, aber diese coolen Aufnahmen für euch gemacht.
Der integrierte Bildstabilisator ist wirklich krass. Aus der Hand solche Aufnahmen mit so einer langen Belichtungszeit waren vor Jahren noch undenkbar. Das Ganze habe ich für euch im Videomodus getestet an der Canon EOS R5. So schaut's aus. Jetzt wissen wir, wie krass der Bildstabilisator ist. Wer weniger ruhige Hände hat oder eben keine EOS R5 oder EOS R6, sollte sich einfach so ein kleines Stativ mit auf seine Reisen mitnehmen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bei Astrofotografie würde ich nochmal abwarten, ob Canon nicht demnächst eine R14mm rausbringt mit einer 1,4er Blende oder sowas ähnliches. Weil ihr bei Blende 4 schon ziemlich lange belichten müsst, um den Sternenhimmel aufglänzen zu lassen. Für Aufnahmen in der Stadt oder in der Wildnis mit Stativ trotzdem zu empfehlen. Für Video im Dunkeln aber eher weniger. Eines der Hauptgründe für so ein Objektiv sind meiner Meinung nach Landschaftsaufnahmen. Dabei reicht eine 4er Blende vollkommen aus. Mit Stativ seid ihr auf der sicheren Seite. Wir haben auf jeden Fall unseren Spaß damit in Österreich gehabt, absolut zu empfehlen. Was ich persönlich sehr nice fand, sind die Nahaufnahmen. Bis auf 20 cm könnt ihr an eure Objekte herantreten und solche Ergebnisse erzielen. Wer dazu noch in Slow Motion aufnehmen möchte, einfach Hammer. Ideal für die Schönheit der ganzen Natur. Auch wenn ihr einfach mal in eurer Lieblingsstadt unterwegs seid, um Architektur aufzunehmen, könnt ihr euch auf dieses Objektiv verlassen. Ein großes Problem an Ultraweitwinkelobjektiven ist, dass Gebäude häufig in den Hintergrund fallen. Für meinen Geschmack tut das RF 14 bis 35 mm einen sehr guten Job. Gerne könnt ihr die Performance mal mit dem RF 15 bis 35 mm vergleichen. Ein ausführliches Review dazu gibt es ebenfalls auf meinem Kanal. Falls ihr da anderer Meinung sein solltet, schreibt mir gerne euer Kommentar unter dieses Video. Hier noch ein kleines Beispiel, wie 14 bis 35 mm ausschauen. But if you really
Auch wenn es um das Bokeh geht, kann das RF 14 bis 35mm Blende 4 punkten. Die Naheinstellgrenze macht einiges möglich in Kombination mit den neuen Blendenlamellen. Je näher ihr dran seid, desto softer das Bokeh. Diesmal kommen wir zum Schluss nicht zum Bokeh, sondern zu Weitwinkelporträts. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, aber bei einer coolen Kulisse, coolen Menschen könnt ihr einiges an Fotos rausholen. Danke an alle, die bei diesem Video mitgewirkt haben. Vielleicht auch eine coole Linse für Hochzeiten und Feiern. Im Club konnte ich das RF 14 bis 35mm bis jetzt nicht testen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und auf Telegram, dann bekommt ihr immer Updates, falls es darüber bald Beispiele geben wird. Das 14 bis 35mm ist natürlich auch ein geniales Objektiv für eure Videoblogs. Hier habe ich einige Szenen aufgenommen für euch, meistens bei 14mm mit der Canon EOS R5 in 4K. Mehr als geschwärmt habe ich in diesem Video ja nicht. Klar hätte ich gerne einen 14 bis 35mm mit einer 2,8er Blende im gleichen kompakten Format und zum gleichen Preis, aber man darf ja noch träumen dürfen. Dieses Objektiv ist der perfekte Begleiter für Reisen, Videoblogs, Landschaftsaufnahmen und spektakuläre Kulissen. Wie ihr sehen konntet, auch für Porträts. Denkt daran, dieses Objektiv vor dem Kauf zu testen. Den Link zur objektivvermietung.de findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Meinen Kanal könnt ihr unterstützen, indem ihr die gezeigten Produkte über die Links in der Videobeschreibung kauft. Alles Liebe aus Österreich und bis ganz bald. Servus!